Hallöchen mit Ö. So, wir haben uns, wie die Community es entschieden hat, wie ich ja gesagt habe, ihr könnt alle mitentscheiden. Einfach in die Kommentare schreiben und einfach hier schreiben, ey yo, du kleine Deppis in der Kamera, mach mal das, nein, mach mal das oder so. Ja, einfach nur mal reinschreiben, einfach nur ein bisschen aktiv sein und dann wird sich das alles schon, also werde ich dann das alles mit berücksichtigen oder mal live dabei sein. Jetzt gerade bin ich auch live, also genau, einfach bei Twitch vorbeischauen, Otterbebel, so wie unten in der Videobeschreibung drin steht, oder irgendwann mal kommt im Video immer irgendwann mal so ein Banner, keine Ahnung, irgendwann kommt es rein. Und ja, also genau, wir haben uns Science Fiction fürs Erste ausgesucht und würde sagen, na, los gut. Geht's. Wir werden alles Nötige vorbereiten. Ich hoffe, dir ist klar, dass mit diesem Projekt das Schicksal der Firma in deinen Händen liegt. Bind mich an eine Rakete und zünd die Lunte an. Wie aufregend. Dein allererster richtiger Freizeitpark? Ich erinnere mich noch an meinen ersten. In Bangkok, nach dem Krieg. Oder war es Singapur? Es war Cleveland. Es war im Bundesstaat New York, Phil. Das Kuriositätenkabinett deines Vaters. Sicher, dass es nicht der Thrillinator war? Ich erinnere mich noch, als ob es gestern war. Was war gestern? Montag. Und das war's für heute. Danke, dass ihr alle da wart. So, baue den Park für Familien aus. Cool. Wir haben ja ausgewählt, dass wir für die Familien, also für die Familienkategorie ansprechen wollen und in Science Fiction. So, wenn deine Besuchergruppen glücklich sein sollen, musst du all ihre Bedürfnisse erfüllen. Glückliche Besucher verbringen mehr Zeit für einen Park und geben mehr Geduld aus. Gott, lesen macht mich müde. Deswegen lese ich keine Bücher. Okay, ja, Essen, Trinken ist wichtig. Toilette, klar. Und auch für die Power wieder aufzuladen. Für die alten Rentner und Omis und Opis natürlich, ne? Paar Bänkchen hinzuballern. So. Fangen wir mal an. So, bis wie weit? Sehen wir da irgendwas? Können wir das hier mitbenutzen? Nein, können wir noch nicht. Ah, okay, cool. Cool. Also das finde ich cool. Mit der Steuerung muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Das finde ich aber cool, ne? Dass sie das als Sperre benutzen. Und dann nicht so, wo dann einfach so plank gezogene Wand oder sowas ist. Das finde ich cool. Okay, gut. So, wir laufen jetzt hier die Fahrgeschäfte. Wir müssen ein bisschen Plus machen. Ich sehe, wir machen nur Minus. Und das geht einfach gar nicht. Wir wollen natürlich Money, Money, Money. Deswegen müssen wir ein bisschen Geld schöffeln. Kredite sind noch gar nicht verfügbar. Personal, Sophias Labors auch nicht verfügbar. Gut. Platziere 5 Bänke entlang von Wegen. Das finde ich auch richtig cool, dass sie so das gemacht haben. So. Bänke, Shops und Einrichtungen. Mir Shop. Bänke. Soll ja Time Fiction sein. Also. Hohe Bank Alien Planet. Flache Bank Alien Planet. Gitterbank. Machen wir eine Gitterbank draus. Hier machen wir eins hin. So. Hier. Manchmal, dass ich lang stehen. So, hier noch natürlich. Und hier, wenn sie was schmieden wollen. Mülltonne können wir auch gleich den Schmüll einmal auf Rädern. Und das sieht cool aus. Ah, aber dieses tonartig sieht doch viel schöner aus, Mensch, oder? So.
mit dem Ding hier. Und hier einmal eine hin. Hier einmal. Hier. Eieiei, so empfindlich. So. Hier hin. So. Oh, kurz auf Pause. So. Und so. Okay. Was? Infoansicht. Infoansichten sind eine großartige Möglichkeit, deinen Park zu analysieren. Mit Infoansichten kannst du einen Park. Pipapo, interessiert mich nicht. Ich muss es hier nur sehen. Okay. Okay. Also, gehen wir wieder los. Glücksgefühle sind gut, wenn sie hier im Park reinkommen. Finde ich schön. Trinken. Ich würde sagen, wir machen hier noch ein Shoppen, oder? Ich würde ja sagen. Sucht. Sucht Souvenir. Oh, was nicht auf der Suche. Neufrui aktiv. Okay. Läuft gut, läuft gut, läuft gut, läuft gut. Alles läuft perfekt, so wie es sein soll. Ui, da gehen sogar welche hin. Interessant. Gut. Was ist denn das hier genau? Ach, das ist ein WC. Warte mal schauen, was ist denn das eigentlich? Aber hier gibt es ja noch eine Burgerbude. Wenn hier geht eh keiner rein, können wir auch gleich schließen. Also zumachen. Öffnen ein Toilettenbedürfnis. Okay, dann machen wir mal das. Toilettenbedürfnis. Bauen, öffne eine zusätzliche Toilette. Okay, machen wir das. Denke bleibbar. Shoppen Einrichtungen. Das sieht nach einem WC aus. So. Bist du? Parkeingang. Ah, kann man noch ein zweites machen, cool. Toilette machen wir. Da ist so ziemlich etwas in der Nähe. Machen wir hier eins hin. Hier gegenüber von der Mülltonne. So. Teenager, Erwachsene und Familien mögen verschiedene Shops und Attraktionen. Im Idealfall sollte jede Zielgruppe in deinem Park eine Attraktion finden, die ihr gefällt. Du hast beschlossen, in erster Linie Familie in deinen Park zu bringen. Also sollten wir als erstes für die Zielgruppe bauen. Das ist klar. Das wäre mir jetzt überhaupt nicht auf den Sinn gekommen, das hier zu tun. Kakao-Shop. Pommes-Fritten-Shop. Okay, oh, da sind aber schon welche an der... Hier machen wir was hin. Pommes-Fritten-Softdrink-Shop. Erwachsene. Familien. Pommes-Shop. Pommes-Shop mal dahin. Und noch zusätzliche Mülleimer. Klonen. Hier noch einer. Ja, am besten. Da bringt es ihn. Kann ich ja nicht, ne? Kann ich nicht. Ja, da sitzen schon wieder welche, jawohl. Die sagen sich, oh ne, ich warte hier nicht so lang. Deswegen setze ich mich lieber da ein bisschen hin, ne? So. Mal kurz ein Stückchen trinken, von vielen Scheiße babbeln.
So, Stimme geölt, also Hals geölt. Okay, hier läuft. Ah, ich will aber irgendwie auch das hier haben. Ich will das Objekt Fertigbau speichern. Speichern. So, jetzt müsste ich es ja auch irgendwo finden. Einrichtung, Bengi, Servicepersonal, Souvenir, Kaufsautomaten, Trinkshop. Bring mal hier sowas dann. Keine Ahnung. Bunte Ballons. Okay, das ist gut für Familien. Da wir momentan ja Familien haben, sollten wir auch Familien auch bedecken, auch mit den Souveniren oder sonstigen. Ich würde sagen, bauen wir hier hin, oder? Ja, jawohl. Das machen wir mal weg. So. 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 Und jetzt kommt hier der Ausgang hin. Machen wir in die Richtung. Und dann laufen sie in den direkten Weg wieder hier rüber oder woanders dahin. Was ist das? Da machen wir auch wieder. Den Mülltonne haben wir ja da schon. Okay. Ist offen. Ticket machen wir ein bisschen runter. Die Masse macht's halt aus, ne? $3. So, gut. Ah, guck, da kommen auch schon die ersten. Money, money. Ein Ting macht uns Augen. So, genau, da stehen schon wieder Schlange. Okay. Wie sieht's aus? Also, ja, also wir machen schon Gewinn, aber nicht genügend, dass wir sagen können, wir können jetzt richtig Geld ausgeben. Okay, hier machen wir. Wir müssen mal ein paar Geld auf machen. Baue eine Achterbahn und richte sie auf die Zielgruppe Familie aus. Habe ich gerade doch gemacht. Bildere Fahrgeschäften Menü nach Familie. Fahrgeschäfte, Bildern, Familien. Bauen und öffnen ein familiengeschätztes oder geliebtes Fahrgeschäft. Habe ich da schon gemacht. Tanzende Teetassen. Ja, eigentlich ganz cool. Ah, ich muss noch eins hinbauen, okay. Aber noch so ein Ding, nee, das machen wir nicht. Das können wir nicht bringen. Machen wir so. So. Hey, dann bauen wir doch mal. Ist da, kommt weg.
Wir brauchen einmal einen Eingang. Den würde ich gerne hier so entlang starten. Dann können sie hier Schlange stehen. Und dann können wir noch einen Ausgang machen, wir dann von der Seite. So. Weiterspielen. Das tun wir dann auch anpassen. Machen wir keine 5 Dollar mehr, sondern machen draus nur 3,5 Dollar. Und dann sollte das auch passen. Sucher vorlieben. So. Wieder ein bisschen Stimme ölen. Genau, jetzt gehen sie hier rein. Beschleunigen das hier ein bisschen mal. Dann stehen wir bis morgen früh noch hier. Ah, okay, wir machen schon ein bisschen bloß. Wir machen bloß, auf jeden Fall. 89% Sauberkeitswertung. Mhm. Hier könnten wir eigentlich noch ein paar Dinge hinballern. Ein paar Mülleimer. Hier. 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 Ui, das ist cool. Das ist echt cool. Da können wir nichts machen. Da. Und hier. Auch dahin noch. So. Gut. Alright. Hier passt es soweit, denke ich mal. Da können wir sogar ein bisschen das Geld erhöhen. Okay, das ist eigentlich ganz alles. Großer Anteil der positive Feedback zum Preis. Okay, das ist eigentlich schon gut, wenn der Preis eigentlich in Ordnung ist. Da machen wir nichts dran. So, baue und eröffne einen Familiengeschätzte oder Trink und Shop. Trinken haben wir noch nichts. Das ist dann Kakao-Shop. Park Bayern. Okay, machen wir den Kakao-Shop. Bauen wir... Schade, dass man hier das nicht so anknüpfen könnte. Nicht so steil sein. Machen wir mal hier neben die Toilette mal ein Ding hin. Ui, da geht's aber ab, du. Okay. Können wir eigentlich hier dem Park auch einen Namen geben? Übersicht. Ziele, Finanzen, Shop und Attraktionen. Schade. Ach, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was für einen Namen wir nehmen sollen. Falls wir den überhaupt ändern können. Wenn wir es überhaupt nehmen, machen können. Ich denke es mal schon, dass wir es irgendwann einmal freigeschaltet haben. Ich glaube hier. Keine Ahnung. Mal schauen. Vielleicht schalten wir es noch frei. Genau. Also man kann auf jeden Fall hier die Geschäfte umbenennen. Soweit ich es... Besuch steigt ein. Ah, man kann auch... Machen wir natürlich hier was Cooles. Wow, soll hier rentabel sein. Ja. Das hier gewesen und da kommt einfach raus, genau. So. Würde ich sagen,
Tschüss mit Ö. Schau doch gerne beim nächsten Mal vorbei. Da bis jetzt haben wir ganz gut eigentlich schon was errichtet. 380, also die Finanzen steigen so ziemlich langsam und wieder auch ins Minus ein bisschen. Wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen Plus gemacht, aber auch nicht viel. Genau. Also, hau rein. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht zu abonnieren. Ja? Also, ciao, ciao.